Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video im American Truck Simulator. Heute sind wir in einem Freightliner unterwegs und ich gehe kurz auf die Karte. Und zwar, wir fahren von San Francisco nach Truckee. Wir haben Kabel geladen. 225 Meilen sind das. Ja, wir fahren jetzt hier an. Wir fahren jetzt hier auf die 80. Also erstmal fahren wir hier jetzt erstmal ein bisschen durch die Stadt durch. Das dauert schon mal wieder eine Weile. Dann fahren wir auf die 80. Und die geht hier auch an Sacramento vorbei. Hier in dem wunderschönen Kalifornien. Ja, ich bin jetzt hier gerade in einem... was ist das kleine Ohr hier für ein Fahrzeug, was ich hier gerade habe? Wait. Ach, ich muss ja hier hin. Genau, ich muss ja hier hin. Genau, wir sind gerade in einem Freightliner Cascadia von 2019 unterwegs. Mit 605 PS. Um die 6000 Meilen sind wir mit diesem wunderschönen Gefährt schon gefahren. Und ja, dann gucken wir mal, wie die Tour hier so wird, was uns alles erwartet. Jetzt fahren wir hier das erste Mal durch San Francisco ein Stück. Ja, heute möchte ich euch quatschen, wie ich eigentlich so zu der LKW-Simulation gekommen bin. Wie das bei mir so angefangen hat. Für das Interesse so an LKWs und so. Und ja, also das ist ja schon sehr, sehr lange her. Das war noch in meiner Jugendzeit, als ich ja, mit dem virtuellen Truckfahren angefangen habe. Und zwar, das war an einem Geburtstag von mir, als ich ein Spiel bekommen habe, oder eher gesagt, so eine ganze Sammelbox. Da waren verschiedene Spiele drin, irgendwelche Action-Spiele, Kartenspiele, und darunter war auch ein, ja, ich weiß nicht, ob das damals eine Simulation war oder nicht, auf jeden Fall so eine Art Rennspiel, sage ich jetzt mal. Und ja, und dieses Spiel, das hieß King of the Road. Das war ein Spiel, da hast du, konntest du auch jetzt mit hier so Transporter fahren, wie jetzt hier rechts vor uns, oder auch so ein, ja, so ein Kleinwagen, so wie der jetzt hier vor uns, der Kollege. Und dann hast du, mal gucken, ob ich das Spiel noch irgendwo im Internet finde, dann tue ich das euch mal verlinken. Dann könnt ihr euch das mal bei Gelegenheit anschauen. Ich selber weiß gar nicht, ob ich das Spiel überhaupt noch habe. Müsste ich mal nachschauen in meiner Sammlung, weil ich habe es damals auf CD gehabt. Und ja, und wie gesagt, da hast du so eine, war es eine Map? Die war jetzt hier vielleicht, ich gucke jetzt gerade mal hier, ja, wie groß mag die Map jetzt vielleicht gewesen sein? Okay, sagen wir mal jetzt hier so, von Brownsville vielleicht bis etwa, bis Dodge City ungefähr, und dann ging das so rüber, noch so ein bisschen rüber, vielleicht so bis, Little Rock, so die Ort,
Größe etwa war damals diese Map gewesen mit unterschiedlichen Städtenamen. Und ja, und da hieß es, konntest du verschiedene Frachten annehmen. Und dann musstest du das zu dem bestimmten Ort dann bringen. Allerdings hat da auch die KI mitgemacht und es war so ein reiner Wettkampf. Und wer zuerst dort gewesen ist, der hat dann das meiste Geld bekommen. Und ich weiß nicht, ob du selber dann, wenn du jetzt Zweiter oder Dritter geworden bist, ob du dann auch noch was bekommen hast. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ja, wie das so üblich war, waren natürlich im Spiel auch als mal so ein paar Blitzer gestanden. Und so hat es bei mir angefangen. Aber das Spiel ging on the road oder off the road, ach, kein Plan, wie es nochmal genau ist. Das hat ja damals nicht SCS Software entwickelt. Es war irgend so No Name Unternehmen. Und ja. Und wie bin ich jetzt auf SCS? Ich habe viele aufmerksam geworden. Das war so eigentlich eher so ein Zufall, muss ich sagen. Ja, es war einmal. Den Tag weiß ich noch zufällig. Das war mitten unter der Woche. Und da hatte ich mal keinen Nachmittagsunterricht gehabt. Und dann hab dann so, ja, wie man es halt so als Jugendliche gemacht hat, verschiedene, also ich habe zum Beispiel mir immer verschiedene Fahrzeuge angeschaut. Das hat mich dann so interessiert. Und ja, und dann irgendwie bin ich dann, also ich habe verschiedene Fahrzeuge mir angeguckt, unter anderem habe ich auch dann nach verschiedenen Computerspielen so geguckt, was mich halt so interessiert hat. Ich sehe gerade, ich fahre ein bisschen zu schnell. So, jetzt. Ach, wisst ihr was, die überhole ich hier einfach mal schnell. Ja, genau. Und dadurch, wie gesagt, Fahrzeuge angeschaut und verschiedene Computerspiele. Und dadurch bin ich auf einen. Ist auf einmal was von SCS aufgeploppt. Und zwar war das damals 18 Wheels of Steel Pedal to the Metal. Und dann habe ich geguckt, ja, was ist das? Was ist das? Und das war eine LKW-Simulation, wo du ja komplett in Amerika rumfahren konntest und auch kleiner Teil von Mexiko war dabei, Kanada weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und also wo ich dann, ich habe dann verschiedene Bilder dann dadurch auch gesehen, habe mir denke mir nur, ey, das wäre doch jetzt mal was. Ich habe da so einen Billig-PC gehabt und da ja, da habe ich mir dann mal eine Demo-Version runtergeladen. Das hat damals gedauert. Für damalige Verhältnisse, muss man halt auch wieder dazu sagen. Und ja, dann habe ich da eine Stunde Zeit gehabt, mir das Spiel genauer anzugucken, zu testen. Und es hat mich dann irgendwie begeistert. Und nach der Stunde war dann quasi die ja, jetzt. So, jetzt.
weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir dann die Spiele gekauft und habe dies dann auch eine ganze Weile gespielt. So bin ich dann auf SCS aufmerksam geworden durch 18 Wheels of Steel. Pedal to the Metal. Das war klasse, das Spiel. Ja, dann habe ich noch 18 Wheels of Steel Howlin gespielt. Das war auch klasse, da konntest du auch so ein bisschen Mexiko fahren, aber nur so an der Grenze und grenzmäßig auch ein bisschen in Kanada. Und Kanada war geil zu fahren, muss man sagen, weil da hat es immer so geschneit. Da waren die Straßen auch richtig glatt, da ist mein Auflieger als mal so ins Rutschen gekommen. Das war schon halt irgendwie so ziemlich cool, muss ich dazu sagen. Weil damals musstest du verschiedene Reifen kaufen. Sommerreifen, Winterreifen, da gab es auch sogar Allwetterreifen, wenn es mich nicht täuscht. Und das war schon gut. Auch von der Fahrzeugwahl her, muss ich sagen, das Spiel hat echt Laune gemacht. Also das war dann so das zweite Game von SCS, was ich da gespielt habe. Und dann kam auch das Cross America raus. 18 Wheels of Steel Cross America oder Long Haul, irgendwie sowas kam dann raus. Das habe ich auch gespielt, aber weiß nicht, das war zwar neuer, aber ja, wie soll ich sagen, das habe ich nur ganz, ganz, ganz gut gespielt, warum auch immer. Irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls fahre ich jetzt wieder zu schnell. Jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht verfranzle. Da lang. Fahre ich mal rüber. Was ist hier mit dem denn? Ja, lass mich mal rüber hier. Danke. So. Jedenfalls habe ich dann weiter so recherchiert, ja, was kommt als nächstes raus? Dann kam der Euro Truck Simulator raus. Und das habe ich auch dann ziemlich lang gespielt. Irgendwann kam dann mal ein DLC raus. Mit England. Dann kam, glaube ich, noch ein DLC raus. Ja, alles mitgenommen. Und dann kam ja der German Truck Simulator raus. Das war dann noch so meine Zeit. Und dann kam, wie gesagt, das war dann 2012, kam der dann Oktober, November, irgendwo da, kam dann der Euro Truck Simulator 2 raus. Den habe ich mir damals natürlich dann auch gekauft. Allerdings damals nicht über Steam, sondern noch auf CD. Und da war das ja dann mit dem Abpatchen, das habe ich alles manuell dann immer gemacht. Ja, irgendwann war die CD dann auch nicht mehr so gut und ja, letztendlich habe ich mir dann irgendwann dann mal bei Steam angemeldet, weil die meisten Spiele sind ja nur noch über Steam gelaufen und ja, aber ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich sehr wenig Euro Truck Simulator dann gespielt habe, weil ich dann auch keinen eigenen PC mehr hatte, mein alter PC, der dann zwischendurch einfach mal nicht mal so mitgemacht. Ja, und das ist so mal hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier noch einen Crash bauen. Komm, fahr zu. Ich lass euch beide rein. Ja, aber die schnell! Die schnell! Mein Gott, ey.
Ja, jetzt gucken wir aber gerade noch mal kurz auf die Karte. Ja, wir sind jetzt noch 87 Meilen etwa. Und ich muss jetzt mal kurz hoch. Vancouver, genau. Vancouver. Seattle, Vancouver. Das war dann so 18 Wheels of Steel. Da bin ich dann rumgefahren. Seattle, Vancouver, genau. Und dann ging das dann hier so ein bisschen hier oben quasi dann Kanada komplett rüber, wohlgemerkt. Nicht so wie heute. Jetzt können wir hier bis ja, Texas rumfahren und so. Und oder Arkansas. Da konntest du früher komplett durchfahren. Das war ein Spiel. Aber es ist ja so in Ordnung, wie sie es machen, STS aktuell mit dem American Truck Simulator und auch mit dem ETS2. Ja, also ich bin ja nach wie vor, ich fahre ja unheimlich gerne. Es beruhigt einen irgendwie. Kannst dann so, ach so ein bisschen den Alltag irgendwie ein bisschen vergessen, so geht es mir zumindest. Mal richtig abschalten. Nee, aber ich muss schon sagen, die früheren Teile von SCS Software, gerade LKW, simulationsmäßig, die waren früher auch schon ziemlich gut. Für dortmalige Verhältnisse. Und damals hatten wir ja auch schon, gerade beim German Truck Simulator, gab es auch schon Community, die haben dann auch schon ein paar Mods dann gemacht. Von dem Euro Truck Simulator in dem ersten Teil, da hast du ja dir ein Land aussuchen können, also ich habe Deutschland genommen. Dann hast du ein paar Städte gehabt. War glaube Berlin, München, ich glaube und noch Frankfurt glaube ich. Und dann bist du da, hast du verschiedene Aufgaben gehabt. Und wenn du das dann erreicht hast, also du hast dann quasi ja für deine Lieferung nach wie vor hast du ja Geld bekommen, hast du ja auch andere LKWs kaufen können, aber jetzt hier so ein Tuning und so, wie es jetzt aktuell ja der Fall ist, wo du deine ganzen Sachen verändern kannst, deine ganze Karosserie und auch der Innenraum verändern kannst. Das gab es damals im Euro Truck Simulator 1 nicht. Ja, das hat dann so angefangen mit ETS 2. Ja, ich verstehe jetzt nicht, warum man hier so langsam hier rumeiert. Was da los ist. Schalte halt mal nächsten Gang im Arsch und es wird. Ja, heute läuft das Spiel jetzt flüssig. Beziehungsweise habe ich jetzt immer so Probleme mit der Grafik. Und das verdanke ich einem bekannten YouTuber. Mit dem habe ich mich nämlich am Wochenende der hat einen Livestream gehabt, da bin ich dazu gestoßen und dann habe ich gefragt, kannst du mir helfen bitte? Ich habe das und das Problem. Ich würde gerne von meinem Livestream den Link schicken. Und dann ist er nur, ja, kein Problem, kannst du gerne machen. Und dieser jemand ist der Hermann M. heißt der. Und der kommt aus ist ein Österreicher, macht hauptsächlich auch Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator Videos. Realitätsnah wie möglich, für sich halt,
Und ja, das gucke ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne an. Und ja, also da nochmal herzlichen Dank, lieber Hermann Endpunkt, für deine Hilfe. Und ja. Und er hat mich auch noch abonniert. Das war natürlich für mich eine große Ehre, muss ich auch mal dazu sagen, weil wer abonniert einen kleineren YouTube-Kanal? Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar für. Auch wenn ich sagen muss, ja, bei mir kommen ja jetzt nicht so oft, weil immer irgendwie was ist. Und klar, Beruf und Privatleben hat immer noch Vorrang. YouTube ist Hobby. So wie auch TikTok. Und ja, jetzt gucken wir mal. Oh, ich fahre wieder zu schnell. Ah, ich habe jetzt hier gerade schnell was nachschauen müssen. So, wir sind jetzt hier kurz vor Ziel. Naja, um die Uhrzeit 23.33 Uhr hier im Game. Ich gehe mal kurz hier raus. Oh, ist das nicht schön hier, die Landschaft. Also, ja, klar, wir sind jetzt hier ein bisschen im Gebirge unterwegs. Aber... So. Left lane closed. Hoppla. Ja, ich wollte genau das Schild lesen. Also. Der LKW hat es verkraftet. Den tue ich dann einmal neu lackieren und dann hat sich die Sache. So. Jetzt war zu, Mensch. Ich will auch noch rüberkommen. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt aktuell gerade keine Mods hier laufen. Weil ja jetzt dann demnächst auch die 1.53 offiziell rauskommt. Da wollte ich jetzt nicht nochmal extra hier wegen 1-2 Videos da Mods die Patch rausholen. Aber das werde ich dann wahrscheinlich dann wieder machen. Das werden dann, ob jetzt hier oder auch im ETS 2, die 1.53 draußen ist. Ja, am 4. Dezember kommt ihr dann, ich denke zu gewohnter Zeit, auf Steam dann das Griechenland-DLC raus. Da bin ich ja mal gespannt, vor allen Dingen auch Multiplayer-mäßig, wie es da dann abgeht, bei Truckers MP zum Beispiel. Aber das wird wahrscheinlich dann wieder 1-2 Tage dauern, bis das dann wieder mal funktioniert. Und vielleicht machen wir mal so eine Tour im Multiplayer. Und da kann natürlich dann jeder mitfahren. Und ja, oder man macht mal ein SCS-Konvoi. Das könnte man auch mal machen. Aber dazu fehlen mir halt auch, so jetzt gerade im Bekanntenkreis von mir, die Leute haben da jetzt eigentlich gar nicht so viel Interesse dafür. Aber gut, jeden das seine. Ja, also ich hoffe, die Tour hat euch hier gefallen. Gerne viel Liebe da lassen in Form von einem kostenlosen Abo sowie ein Like, würde mich freuen. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was für Tour ich denn mal machen soll. Ich habe ja auch im Livestream mal erwähnt, dass
dass wenn ich die 1000 Abonnenten erreiche, dass ich dann einen 4-Stunden-Livestream mache im ATS. Ein Kumpel von mir hat gesagt, Alter, warum willst du so lange warten? Mach doch jetzt schon mal einen 4-Stunden-Livestream. Ganz Unrecht hat er ja nicht. Aber ich finde, es soll ja Art dann so Art Special sein. Und da möchte ich mich schon noch ein bisschen was einfallen lassen. Und genau, so, was ist denn jetzt hier los? Schuh da eine Ampel. What? So, ich muss jetzt hier rüber. Sehe ich das hier richtig? Ja, ich sehe. So, jetzt machen wir erstmal kurz hier einen Warnblinker an. Jetzt bin ich gespannt. So. So, wir machen das hier. Ah, okay, jetzt muss ich hier rückwärts rein. Alles klar. Na gut, das ist jetzt hier vielleicht. Mensch, hau ab. Ist jetzt hier ein bisschen blöd, weil wir nicht so viel Platz haben. Ich muss jetzt mal kurz hier in die Außenansicht. Ah, der Kollege, der war nicht so. Das ist ja Freund. Aber das wird so nichts. Ah, verdammt doch mal. Das kann ich so vergessen. Da mache ich ja mehr kaputt hier. Und das so viel Reifen hier liegen. Ja, das machen wir nicht. Da muss ich jetzt noch mal ein Stück fahren und mir eine geeignete Stelle suchen zum Drehen. Ja, man sieht ja quasi schon auf Navi, dass wir uns Truckee hier nähern. Hier könnte ich doch drehen, oder? Ja. Ist zwar jetzt nicht ganz so groß, aber... Oh, Meisterfahrer, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Das sehen schon nicht schlecht aus hier vom Cascadia. Hoppla. Auf ganz viel Zeit wieder. War jetzt auch nicht viel besser, als wir, wenn wir es vorne gemacht hätten. Aber das sei jetzt mal so dahingestellt. So, jetzt gibt man hier mal hier die Fracht ab. Dann war's das schon. Erwähnt, ich werde euch natürlich den Kanal vom Hermann unten mit in die Videobeschreibung mit packen. Könnt ihr euch ja mal durchgucken. So. Wait. Was gibt's jetzt? Was wird hier gepiept?
jetzt hier erstmal kurz den Verkehr hier abfahren. Ich bin nicht über Rot gefahren. Ich muss ja die Ware hier abgeben. Du siehst doch das hier rückwärts war, oder? Ach, kannst du hinfahren, wo du willst. Ich will nur hier mal eine Tiefbock abgeben. So. Gang raus, Motor aus und ab dafür. So. Wunderbar, so schaut's aus. Ja, also statistikmäßig brauchen wir ja nicht diskutieren, bin ich noch weit, weit hinten dran. Aber wir gehen nochmal jetzt hier kurz auf die Weltkarte. Und aktuell habe ich 33,99 von der aktuellen Karte erkundet. Also schon noch einiges, was ich zu fahren habe. Wie gesagt, American Truck Simulator spiele ich jetzt nicht so oft. Da habe ich auch viel weniger Stunden wie im ETS 2. Aber so die gängigen Städte habe ich. Na gut, ich muss jetzt hier mal wieder in Texas rumfahren. Da könnte man ja mal einen Livestream machen oder so. Ah, hier oben noch ein bisschen. Hier oben habe ich, glaube. Ja, genau, hier oben habe ich ja schon einiges. Und da muss ich mal gucken, wo auch hier die ganzen Secret Roads sind. Die versteckten Straßen. Da können wir mal schauen. Jo, also in dem Fall, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.